Zeit. Nein, also mal aufgebraucht, ne? Fängt wieder an. Jetzt, wo ich meine neue, meinen Akku wieder aufladen kann, weil mein Ladegerät ja futsch war, beziehungsweise im Hotel, dachte ich mir, sammle ich einfach so lange, bis mein neues Akku kommt, weil ich habe mir jetzt nämlich ein neues bestellt und zeige euch jetzt mal, was ich so bis dato aufgebraucht habe. War mein Aufgebraucht-Video anders. Entsteht ja dadurch, dass ich halt aus mehreren Clips ein Video zusammenschneide, was ich alles in diesem Monat aufgebraucht habe, weil damit ich halt nicht ständig eine ganz große Tüte habe mit Müll, weil so Verpackungsmessis mag ich nicht so und so ist das halt so ein bisschen abwechslungsreicher. Ihr seht mein Gesichtlein vielleicht in drei, vier Clips und das ist halt manchmal auch glaube ich, ganz cool. Glaube ich. Also die meisten mögen das. Ich habe hier so eine Max und Moritz Apothekentüte und da sind halt so ein paar Sachen drin und die zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel meine Slip-Einlagen. Sie waren noch nicht komplett leer, aber ich habe eine neue aufgemacht und oben drauf die nächsten gelegt. Also das ist die mit der Flexiform. Man kann halt normalen Slip oder halt einen Stringtanga, kann man es halt so umknicken. Da drin habe ich ein Seidenglanz-Haarshampoo von Balea mit Frangipani und Perle. Das sieht so aus. Das ist leer, ich finde das super gut, ohne Silikone. Also ich finde es perfekt. Also ich brauche keine teuren mehr, die sind super. Ja. Dann habe ich ein Deo aufgebraucht und zwar das For Woman Rexona Cotton Dry. Das hilft ganz gut, ist halt mit Aluminium, aber ich stehe dazu, ich nehme weiter Aluminium, bevor ich anfange zu schwitzen und Schweißränder bekomme und so. Das bringt mir alles nichts. Und außerdem ist es ja nicht so, als würde ich hier so viel unterm Arm sprühen jeden Tag, dass es wirklich daran, dass es gefährlich wird, Brustkrebs zu kriegen. Weil man muss, bevor man dieses ganze Gedönse liest, sollte man sich erstmal vielleicht ein bisschen schlau machen, wie viel Deo man am Tag benutzen müsste, dass es überhaupt gefährlich wird für eine Frau, Brustkrebs zu kriegen. Das ist so heftig. Also man muss quasi sich jede Viertelstunde muss man sich einsprühen, damit überhaupt die Gefahr besteht, Brustkrebs zu kriegen. Und ich benutze es einmal morgens. Ne? Verstanden? Dann habe ich hier das hier leer gemacht. Was heißt endlich? Also ich habe es lange im Schrank gehabt und immer wieder vernachlässigt, aber es ist wirklich ein gutes Produkt. Es ist das L'Oréal Everrich veredelndes Elixier. So sieht das aus. Und das hat hier oben so einen Sprüher, den ich eigentlich ganz cool finde. Und das kann man sich halt, wenn man in so einem Fall wie ich habe, so trockenes und strapaziertes Haar hat, kann man sich das halt auch nach dem Haarewaschen einfach so ins Haar reinsprühen und du lässt es drin. Allerdings ist es normalerweise dafür da, dass man es ausspült. Man macht es nach dem Haarewaschen, nach der Spülung, sprüht man sich das in den Haaren. Dann kann man währenddessen sich rasieren oder Dinge machen, die man so unter der Dusche tut. Und dann spült ihr das aus. Und die Haare werden wirklich seidenweich davon. Kostet um die 10 €, was ich ein bisschen happig finde. Aber es ist halt wirklich ein gutes Produkt für trockene Haare. Ohne Sulfate steht da. Auf jeden Fall habe ich einmal eine Haarkur leer gemacht und zwar ist es die Kaschmir-Haarkur. Die sieht so aus. Ist hier ein bisschen Tempo dran, weil damit das nicht ausläuft. Ja, die habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Ich glaube Wanderpaket oder so. Fragt mich nicht. Die hatte ich letztens mit auf dem Seminar, weil sowas ist dann immer ganz gut. Dann mache ich unter der Dusche, klappe ich das immer auf und dann drücke ich es raus. Fertig aus. Mickey Maus. Dann habe ich ein Haarserum habe ich leer gemacht und zwar von Heron. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo kriegt, außer bei Action. Ich kaufe mir das immer bei Action. Das ist ein sehr gutes Haarserum mit Arganöl und ich finde das sehr gut. Also wer an Action ein Action in der Nähe hat, ne, sollte vielleicht mal bei Action einkaufen gehen und sich das hier holen. Das kostet, ich glaube, 1,50 oder so. Oder kann auch 2,50, dann ist aber trotzdem ein sehr gutes Produkt. Dann habe ich eine seifenfreie Waschlotion von Norma. Genau, von Norma ist die. Die benutze ich ja ständig. Die hat einen super schönen Duft. So ein bisschen nach Babyshampoo. Total, komplett nach Babyshampoo. Und die benutze ich halt für Intimbereich, für auch mal kompletter Körper, wenn ich ein bisschen sensibel bin, wegen Pickel schon und sowas. Und die ist super, da kann man sich dann. Damit schminke ich mich auch ab übrigens. Jeden Abend unter der Dusche wird das hier gemacht. Super. Dann habe ich eine Küchenseife leer gemacht und zwar die Isana. Die ist wohl geruchsneutralisierend und duftet nach Gräbfrucht. Gräbfrucht. Ja, finde ich schön. Ist halt eine Küchenseife, ne? Habe ich aber auch schon nachgekauft, ohne zu wissen, dass es dieselbe war. Weil mir war einfach wichtig Küchenseife, ne? Jetzt nicht, dass es die Isana ist. Aber es war halt wieder die Isana. Muss wohl gut in meinem Hinterkopf
geblieben sein, dass sie gut war. Ich räume mal ganz eben den Müll schon mal wieder weg. Dann habe ich hier noch zwei Dinge, und zwar einmal die Balea Soft and Clear Anti-Pickle Patches. Die sehen so aus. Dann kann man sich halt schön auf dem Facien, kann man sich halt so kleben, wo man Pickel hat. Und dann macht man das so 2-3 Nächte und dann ist der Pickel weg. Also wenn ihr halt schon so einen roten Oschi-Pickel habt, dann ist es halt auch mal ganz cool, wenn ihr dann halt drauf macht und am nächsten Tag ist der Hügel schon weg. Und dann macht ihr halt noch 2 Tage, wie gesagt, und dann, ne, müsste er weg sein. Und die habe ich auch schon wieder neu gekauft. Sehen allerdings jetzt so aus. Bisschen anders. Na, 2-mal neu gekauft. Altpapier. Und dann habe ich hier etwas, was noch nicht leer ist, aber was für meine Haut nichts ist. Und zwar ist das von Avène. Ist ja, gibt es ja diese, wie heißt das? Co-France. Ja. Auf jeden Fall ist das eine Foundation. Eine flüssige Foundation, ölfrei. Schade, ölfrei. Weil, man hat es direkt gemerkt an meiner Haut, sie ist halt für sensible Haut, das ist gut. Allerdings wieder mal nicht, also nur für normale Haut. Wer halt fettige Haut hat und sensible, ist das optimal. Für meine Haut war es nichts, weil ich hier unten wieder alles trocken gekriegt habe, weil sie halt nicht für trockene Haut geeignet ist. Aber das macht nichts, die ist noch fast voll. Die ist komplett voll, die ist 3-mal benutzt, ja. Und ist halt die Nummer Farbe 1, also die hellste Farbe. Und die kommt jetzt bei mir im Kleiderkreisel, weil die ist echt zu teuer, um die jetzt vergammeln zu lassen. Vergessen, ich habe nämlich noch etwas, was ich aussortiert habe. Und zwar ist das leider das hier. Ein Bath and Body Works Body Spray. Und zwar ist das eigentlich ein voll schöner Duft. Aber irgendwie riecht er mir nicht so besonders. Also wirklich ein toller Duft. Der riecht so total nach sommerlicher Sommerwiese. Und den habe ich halt in New York gekauft und deswegen habe ich lange daran festgehalten, den nicht abzugeben. Aber was bringt mir das, wenn der nur rumsteht, ne? Und ach, der duftet echt gut. Das ist die Duftrichtung Country Chic und der sieht so aus. Und ist halt wirklich ganz wenig raus und der landet jetzt im Kleiderkreisel. Also, ja, steht sogar noch Preis dran, 14 Dollar. Schade, dass man das Zeug nicht in Deutschland kriegt. Echt schade. Ich habe wieder so ein paar leere Sachen und zum Beispiel ist es dieses Deo. Ich habe, glaube ich, noch ein Deo da drin. Und zwar ist das Dove. Das hatte ich in irgendeinem Tauschpaket drin, glaube ich. Aber ich benutze es ja auch schon so ständig. Also die Dame, die mir das geschickt hat, die wusste, dass ich das hier gerne benutze. Mir fällt gerade ein, ich habe gar nichts auf den Lippen. Weil ich das gerade so spontan mache. Machen wir doch hier mal ein bisschen was drauf. Das ist übrigens Charismatik von MAC, nur abgefüllt, weil er mir abgebrochen ist. Leer ist auch das hier, ist schon wieder etwas von Dove. Das ist die Hair Therapy Intensive Care. Das ist auf jeden Fall so eine Intensiv-Haarkur, die man in den Haaren lässt. Ich weiß nicht, ich glaube auf der Umverpackung stand mal drauf, dass es für über die Nacht sei. Habe ich auch mal gemacht und danach waren die Haare super weich. Aber ich habe es auch so immer gerne mal in die Haare reingetan. Das hatte ich von Action. Ich weiß nicht, ob es das bei DM oder sowas gibt. Auf jeden Fall von Action und ich fand das echt gut. Also wenn es das noch bei Action gibt, werde ich es mir nochmal holen. Das hat meinen Haaren irgendwie hat's geschmeidig gemacht. Ja. Ich war übrigens beim Friseur. Ich mache so nach vorne. Ich habe die Haare kürzer. Ich wollte eigentlich so ein bisschen mehr Schnitt rein haben, weil meine Haare waren ja ziemlich lange eigentlich. Na, die gingen ja so bis hier. Und waren aber hinterher hier oben, hat mir so ein bisschen lockig gefehlt, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war halt oben ziemlich platt und dann ging das ja runter. So, und dann kam ja ab hier so eigentlich mehr Locken. Um Gottes Willen, oben waren auch Locken, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich halt Friseur und der meinte halt so, ja, ich mache dir ein paar mehr Stufen rein, ich fange die Stufe ein bisschen höher an und so, aber nicht zu hoch, weil dann hast du nämlich so einen Kopf. Ja, dann habe ich gesagt, aber bitte nicht viel von den Längen, weil meine Längen, die waren auch nicht kaputt oder sowas, nur halt trocken, aber das haben Locken ja so an sich. Aber er hat mir doch ein bisschen was von den Längen abgeschnitten. Aber ja gut, Haare sind ja immer noch lang, aber man merkt es halt, ne?
Zum Thema Haare habe ich hier auch etwas, was ich auch gut fand. Und zwar ist es die L'Oreal Elvital Renutrition Tiefenrepair Cure zum Ausspülen. Das war für trockenes Haar. Das hatte ich auch mal in einem Tauschpaket drin oder Wanderpaket. Die musste man ein paar Minuten einwirken lassen. Ja, 3 Minuten. Die hat nach so Honig gerochen, den Geruch. Da musste man sich dran gewöhnen. Aber ich fand die Wirkung ziemlich cool von dem von der Haarkur, weil die Haare dadurch sehr weich wurden. Dann habe ich das hier jetzt gerade in Verwendung. Das habe ich ja von der lieben Schweizerin. Wie heißt du nochmal? Ja, auf jeden Fall habe ich das von einer lieben YouTube-Kollegin. Ich kann euch den Kanal mal von ihr in der Infobox verlinken. Mit ihr hatte ich so ein kleines Tauschpaket aus der Schweiz, weil sie kommt aus der Schweiz. Also sie ist eigentlich Deutsche, aber sie wohnt in der Schweiz. Habe ich zugeschickt bekommen. Das ist ein Seifenschaum. Das Teil werde ich mir zur Arbeit nehmen, weil dann kann man schön Schaum machen. Ja, ist so eine Limited Edition. Die riecht meiner Meinung nach, riecht das total nach Pfirsich-Eistee. Aber ist auch Pfirsich mit drin. Ja, und Grapefruit. Ja, muss mal gucken. Ja, ist noch alles super. Die habe ich jetzt gerade halt in meinem anderen Seifenspender umgefüllt. Und die hat halt einen richtig schönen, dicken Schaum, was ich sehr mag. Tadam, dann habe ich ein Serum aufgebraucht. Ich glaube, das habe ich euch letztens schon mal in die Kamera gehalten. Ich hatte halt so beide halb voll, weil eins hatte ich zu Hause, eins hatte ich mit auf Seminar zuletzt. Deswegen ist es halt, sind 2 Stück diesen Monat leer. Und das ist halt ein Haarserum mit Arganöl, was ich sehr gut gerne benutze und auch was sehr gut ist. Ja, das ist halt auch so eine Action-Marke, glaube ich. Dann habe ich von Bref WC, habe ich gerade dieses Ding hier, habe ich in einem Klo hängen. Das ist halt so ein Teil, wo so 4 Bälle ineinander sind. Und da habe ich halt Zitrone gerade drin. Und immer wenn ich den Klodeckel öffne, dann riecht es tatsächlich nach Zitrone. Voll cool. Also, und die Verpackung riecht auch noch ordentlich nach Zitrone. Ja, und ja, ist okay. Ich mag die Dinger sehr. Ich auch sehr mag, sind diese hier. Meine Abschminktücher sind leer gegangen. Habe ich ja noch Backups von, deswegen sind sie auf jeden Fall schon nachgekauft. Kann ich jedem empfehlen, der trockene und empfindliche Haut hat. Weil man bekommt keine Pickel vom Abschminken. Sie kriegt halt augenfestes Make-up mit ab und ja, manchmal gehe ich halt doch nochmal mit so einem Pad darüber im Nachhinein, aber braucht man eigentlich wirklich selten. Und was ich halt auch mag, ist das Gefühl nach diesen Tüchern, weil die Haut fühlt sich an wie eingecremt. Ja, und langanhaltend eingecremt. Nicht, dass ihr denkt so, und dann ist es weg. Also es ist wirklich so meine Lieblingstücher. Ein wenig nass. Upsala. Es ist ein bisschen nass hier. Ein Rituals Duschschaum habe ich aufgebraucht. Und zwar ist das die Geruchsrichtung Happy Buddha, Sweet Orange and Cedar. Ja. Und das war ein totaler Sommerduft. Also ich persönlich rieche halt wirklich nur die Orange daraus, was, finde ich, ein sehr schöner Geruch für den Sommer ist. Und das hier habe ich auch Ewigkeiten gebraucht, um das leer zu kriegen. Also im Moment habe ich jetzt keinen Duschschaum unter der Dusche stehen, obwohl ich Duschschäume sehr gerne mag. Und diese hier sind auch wirklich sehr ergiebig. Die kosten 8 Euro und ich komme da meistens so 4 bis 5 Monate mit aus und ich benutze die halt schon so 2-3 Mal die Woche auf jeden Fall, weil ich habe ja schon so eine Auswahl unter der Dusche stehen. Und ich mag diesen Schaum sehr gerne. Ja, kann ich nichts zu sagen. Also Leute, die so ein bisschen Bock auf Schaum haben, sollten sich diese hier anschauen und nicht von irgendwelchen anderen Marken. Weil ich finde, die sind wirklich Preis-Leistung super, weil andere Duschschäume, ist mir so aufgefallen, sind ruckizucki leer, während die wirklich meiner Meinung nach ewig halten. Ups, ja, weil das nass geworden ist, ist das natürlich auch nass geworden. Und zwar habe ich hier von Elizabeth Arden, hatte ich 2 Pröbchen, die waren halt in diesem Loch hier drin. Ja. Und das waren so Kapseln, die konnte man aufdrehen. Und da drin sieht man auch hier. Und ich muss unbedingt meine Fingernägel lackieren. Und da drin war halt so ein Fluid, nenne ich das jetzt einfach mal. Und als ich letztens auch auf einem Meeting in Nürnberg war, 2 Tage, habe ich die halt benutzt und ich fand die gut. Gut, mit 2 Stück kann man jetzt nicht viel sagen, aber ich habe sie halt vertragen und ich habe mich halt gepflegt gefühlt. Ja. Gepflegt gefühlt. Ja, was ich auch damit hatte, war halt von La Roche-Posay eine intensive
Smoothing Care Cream. Die war halt in so einer kleinen Tube hier drin. Und ich fand die gut. Ich habe die sogar noch zu Hause weiter benutzt, weil da schon für 6 Anwendungen ungefähr was drin war. Und meine Haut, die hat sich sehr reichhaltig gepflegt angefühlt. Also für Leute mit trockener, empfindlicher Haut wäre das vielleicht mal so eine Sache, die man in Erwägung ziehen sollte. Die heißt toll, ja, ich zeige euch das. Bevor ich jetzt wieder einen Zungenbrecher hier kriege, zeige ich euch das lieber. Dann habe ich hier noch ein Parfüm aufgebraucht. Und zwar eines meiner Lieblings-Sommerdüfte eigentlich. Und zwar ist das, ist auch nass, von Boss, von Hugo Boss, das Boss Orange in der Eau de Parfum-Version. Weil ich finde, die Eau de Parfum und Eau de Toilette-Version, das sind wiederum himmelweite Unterschiede. Und ich mag das Eau de Parfum lieber. Und das duftet so gut. Das duftet so warm, pudrig, aber trotzdem sommerlich. Und immer wenn ich es drauf habe, werde ich auch drauf angesprochen. Ja, aber ich habe davon nämlich noch ein Backup. Aber ich hole es jetzt erstmal nicht raus, weil erstmal müssen so ein paar andere Düfte dann dran glauben. Aber weil ich möchte halt, dass es trocken und dunkel in meinem Karton lagert, weil sonst kippen die ja. Also Leute, immer Parfüm trocken und dunkel lagern. Dann passiert da nichts mit. Ich habe zum Beispiel das hier, kann ich euch mal zeigen. Dieses Dior Edict hier, ah, das neigt sich, mittlerweile neigt es sich dem Ende, habe ich schon seit 6, 7 oder 8 Jahren. Und das riecht immer noch genauso wie das Originale, weil ich kann das auch bestätigen. Ich habe nämlich davon auch schon ein Backup und das riecht nämlich echt noch genauso. Und ich liebe diesen Duft einfach. Und wie gesagt, wenn man es halt gekonnt lagert, dann passiert da nichts mit. Auf jeden Fall ist es jetzt auch leer. Toller Duft gewesen. 50 Milliliter war das. Ja, das hier ist auch leer geworden. Ich bin hier total nah an, aber das ist jetzt nun mal so. das ist auch leer. Das ist das Friss Ease Regenschirm Haarspray. Ja. Ja, das habe ich mir letztens gekauft, weil das reduziert war bei DM und ich finde es echt gut. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Kamera an ist, weil ich gerade so zwischen Tür und Angel mal kurz das abdrehe. Ja, sie ist an. Mit dem Spiegelchen hier. Naja, auf jeden Fall war das ein echtes gutes Haarspray, was ich mir auch in den Haaren reingesprüht habe, wenn sie offen waren und nicht nur um so zu fixieren, weil ich habe es mir eigentlich nur zum Fixieren gekauft. Weil ich ja für das offene Haar nehme ich ja normalerweise mein Elnett, aber das hier war auch sehr, sehr gut. Was auch leer geworden ist, oder was ich jetzt wegtue, ist die La Ambre Mascara, die war mal in der Pinkbox drin. Die habe ich eine ganze Zeit lang immer für meine unteren Wimpern genommen. Aber, oh, die Mascara, die ist jetzt schon so richtig schön zugepumpt und auch trotzdem so ein bisschen. Nee, die will ich nicht mehr verwenden. Aber sie hat gute Dienste geleistet für die unteren Wimpern. Ich fand die gar nicht so verkehrt. Und aber jetzt kommt sie weg. Und was ich aussortieren werde, ist dieses von The Body Shop, ist das ein Body Mist. Und zwar die Geruchsrichtung Satsuma Clementine. Ja. Also riecht nach Clementinen, Mandarinen oder wie auch immer. Und der Deckel ist zwar ein bisschen lediert, aber das tue ich jetzt weg, also in den Kleiderkreisel. Weil ich einfach, ich finde den Duft wirklich sehr, sehr schön. Total angenehm frisch und ja, so Zitrus halt, ne, total gut. Aber an mir finde ich es überhaupt nicht gut. Ich mag an mir halt lieber blumige Düfte statt Obstkorb. Und aber ich finde den Duft echt schön und deswegen tue ich jetzt in den Kleiderkreisel. Es ist noch halb voll, Glasflasche. Hat bestimmt irgendwann Spaß dran. Zu guter Schluss habe ich jetzt natürlich noch ein paar andere Dinge aufgebraucht. Die zeige ich euch jetzt noch. Ne? Und zwar ist es wieder einmal eine Lockencreme. Ist ja immer, ich glaube, zweimal im Monat brauche ich die ja locker irgendwie auf. Und zwar habe ich hier die Balea Professional Locken Styling Cream. Ich mag sie ja, weil sie ja die Locken einfach besser definiert als Schäume oder sonst irgendwas. Und die Locken fühlen sich halt auch noch schön danach an. Und also die Haare. Ich mag es einfach lieber. Dann habe ich hier die Pantene Pro-V Intensiv Kräftigung 2 Minuten Kur Anti-Haarverlust. Die habe ich gestern jetzt mal leer gemacht. Ich muss die Tüte hier hinstellen. Die habe ich gestern leer gemacht. Der Duft war ganz okay. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es ist halt einfach dieser typische Pantene Pro-V Geruch. Und die Haare
den hat das gut getan. Also ich habe davon jetzt nicht total Haarausfall gekriegt oder so. Und meine Haare glänzen danach meistens. Was heißt meistens? Ich habe sie jetzt nur. Wie lange hat die gehalten? Ich glaube, so 6, 7 Mal habe ich damit meine Haare kuren können. Und ja, ich würde mir die nochmal kaufen. Ja. Obwohl ich ja nicht so der Pantene Pro-V-Fan bin. Aber die Haarkur, die war ganz okay. Ich habe mich nämlich jetzt dazu entschieden, meine kleinen zwei Victoria's Secret Düfte, das sind so Body Sprays, abzugeben, also ins Kleiderkreisel zu stellen, weil ich diese Victoria's Secret Düfte nicht alle gut finde. Ich habe eins, das liebe ich, das ist das Amber Romance. Das benutze ich auch ständig irgendwie gefühlt. Dann mag ich dieses Strawberry Champagne oder so ähnlich heißt das. Und dann irgendein blaues. Aber ist ja auch irgendwas mit Jasmin war das genau, so ein blau-lilanes. Also die beiden würde ich mir glatt noch holen. Aber irgendwie finde ich die anderen Düfte zwar schön, aber irgendwie zu süß. Und da zählt zum Beispiel auch dieses hier zu. Das ist das Passion Stuck. Ja, das ist wohl ein Fiji-Apple mit Vanille-Orchidee. Und wie gesagt, ich mag die Düfte, deswegen hatte ich die beiden mich auch noch übrig von meinem New York-Urlaub. Aber jetzt rieche ich da gerade nichts. Sprühe ich doch mal auf. Also wirklich sehr schöner Duft, aber dann doch nicht meins. Also da ich liebe halt die Bath and Body Works Body Sprays und die benutze ich auch ständig. Aber leider, oh, das riecht auch gut, wirklich, aber an mir einfach zu süß. Ja, und deswegen kommt das jetzt in den Kleiderkreisel. Genau wie das hier. Das ist das Pure Seduction. Das ist mit roter Pflaume und Fresia. Und das ist halt auch noch ein bisschen voller. Und das war auf jeden Fall ein intensiverer Duft, den sprühe ich mir auch mal hier auf das Handgelenk. Ja, der war, oh, der ist wirklich, der ist schon toll. Der erinnert mich auch an irgendwas, aber einfach sehr süß. Also es ist halt so jugendliche Düfte, finde ich, sind das eher. Und obwohl da ist schon wieder was Schweres drin, was Dunkles, was man halt schön abends nehmen kann, das ist einfach zu süß für mich. Tut mir auch voll leid, weil die erinnern mich natürlich an meinen New York-Trip und die gebe ich auch ungerne ab. Aber ja, ich will ja auch nicht, dass sie schlecht werden, ne? Ja, aber ist schon sehr schöne Düfte. Ah, jetzt habe ich noch für etwas aus dem Kleiderkreis, für im Kleiderkreisel. Und zwar habe ich hier das Hypnotic Poison. Das ist die 30 ml Flasche. Und wenn man die so ans Licht hält, ich guck mal eben, das ist bis hierhin voll. Und ich mag diesen Duft so aus der Flasche tierisch gerne. Aber ich glaube, mein Geruchssinn hat sich verändert, wenn ich es auf mich drauf sprühe. Weil wenn ich es auf mir drauf sprühe, denke ich mal so, versteht ihr, was ich meine? Also ich mag es nicht mehr an mir. Und jetzt habe ich es aus meinem Parfümschränkchen rausgeholt und es wird dann halt auch in den Kleiderkreisen landen. Was ich sehr schade finde, weil ich mag diesen Duft wirklich so aus der Flasche sehr gerne, weil es ist ein sehr orientalischer, schwerer, sinnlicher Duft. Also eigentlich total meine Schiene. Und eigentlich schade drum, weil die sind ja auch sehr teuer, die Dior-Düfte, ne? So, dann habe ich aufgebraucht. Yankee Candle Tarte, natürlich ein Yankee Candle Tarte. Und diesmal ist es das Pink Blush. Und es, oh Leute, ich sag euch, das war so toll. Also dieses werde ich mir auf jeden Fall nochmal neu kaufen. Das ist so dieses blumig, frische Wäsche und ich fühle mich einfach wohl und es duftet sauber und clean und voll schön. Ja, ich zeige euch das natürlich auch, ne? Das sieht so aus. Zumindest die leere Verpackung. Das war ein rosa Tarte. Und ich schreibe euch auch hier unten hin, natürlich, wenn ich finde, was die Duftkopfnoten oder sowas sind. Ja, voll schön. Ja, total. Dann habe ich hier eine Mascara leer gemacht. Und zwar war das so eine kleine. Die habe ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Und zwar ist sie von Isadora Build-Up Mascara Extra Volumen. Ich weiß nicht, ob die schon eingetrocknet war, aber so extra Volumen hat es mir nicht gegeben. Und ja, hat halt ein relativ großes Bürstchen, was ich mit meinen kurzen Schweinchenwimpern ja eh nicht ab kann.
Ich weiß auch nicht, warum ich damals die Isle of Extreme so geliebt habe, um ehrlich, weil die ist wirklich sehr dick, ne? Und ich kann es halt nicht mehr und ich lasse es sein und die hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Jo, was mich allerdings vom Hocker gehauen hat, ist diese tolle CC-Cream von Max Factor. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich denke ja schon. Die habe ich jetzt echt ratzeka leer gekriegt und das ist meine erste Tube und ich habe noch zwei Backups. Ich habe letztens habe ich meiner kleinen Schwester. Hoppala, von meiner kleinen Schwester habe ich eine gekriegt, weil die findet die wohl nicht gut. Und ich hatte mir letztens noch eine bei Müller gekauft, weil es die dann für unter 5 Euro irgendwie gab. Und da habe ich natürlich noch ein bisschen gebunkert. Ich habe natürlich noch Mascaras, Make-up, Foundations, aber ich liebe halt Make-up, so wie wir alle. Und deswegen habe ich die nochmal gebunkert. So, und die ist mit einer der besten, finde ich, weil die gibt Feuchtigkeit. Sie lässt einen Teint strahlen. Sie macht halt keinen Maskeneffekt. Und was will man mehr, ne? Ist halt super. Eine super CC-Cream, die lässt sich auch gut verblenden und so. Das ist schon schön. So, das letzte Teilchen ist eine Nivea Durchgel. Ist das und zwar die Cream Smooth Durchgel mit wertvollen Shea Butter und sanften Duft. Da riechen wir doch noch mal dran. Ja, ups, ja, schon, schon. Mann. So, kommt wieder so eine kleine Dings raus hier. So Seifenblase. Ich bin hier so, ich weiß nicht, ob ihr das schon kanntet von mir. Ich hatte ja schon mal sowas, wo hier eine Seifenblase die ganze Zeit rumgeschwört ist. Naja, auf jeden Fall, ich finde das immer faszinierend und ich liebe den, ich finde den Duft wirklich toll. Ich mag zwar den Original-Nivea-Duft, dieses von der dunklen Flasche lieber, aber das hier ist ein softer Duft. Und da, man merkt halt diese Shea-Butter da drunter und ich finde, ja, ich mag den Duft. Würde auch nochmal in meinem Einkaufskörbchen landen. Okay, ihr Lieben, das war mein aufgebrauchtes Video, mal anders für September. Wahnsinn. Es ist Herbst, Leute. Es ist Herbst. Tatsächlich ist der Sommer um. Unvorstellbar. Naja, gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Aufgebraucht-Video wieder. Und bis dahin, ne? Vielleicht aber auch schon vorher. Vielleicht auch schon vorher. Das hoffe ich zumindest. Und bis dann, ihr Lieben. Tschüss.